Der WM-Held von Rio ist zurück. Für Mario Götze ist die lange Leidenszeit vorbei. Ein Jahr nach seinem bislang letzten Länderspiel ist der 25-Jährige zurück bei der Nationalmannschaft. Und im Kreise der alten Kollegen fühlt sich der BVB-Star pudelwohl. Altbekannte Gesichter, definitiv. Und alle wiedererkannt. Wie gesagt, war einfach ein gutes Erlebnis, wieder jetzt nach der Zeit wieder dabei zu sein und alle bekannten Gesichter wieder zu sehen. Doch welche Rolle spielt Götze inmitten der vielen und teilweise neuen Gesichter? Der Konkurrenzkampf um die Plätze für die Weltmeisterschaft in Russland ist größer denn je. Am Freitagabend startet die nächste Runde im großen WM-Casting im Klassiker gegen England, auch für Götze. Doch bei ihm sieht Teammanager Oliver Bierhoff einen entscheidenden Vorteil. Das merkt man halt häufig bei Spielern, die mal ein bisschen ab zur Seite getreten sind, das Ganze aus der Distanz gesehen haben, dass sie einfach erkennen, welch wunderschöner Job das ist, welche tolle Möglichkeit man da als Fußballprofi hat. Und diese Freude und Lust einfach zu spielen und sich vielleicht jetzt mal weniger über andere äußere Umstände zu machen, die spüre ich halt bei ihm auch. Auf dem Weg zurück zu alter Stärke. Mario Götze beim BVB wieder eine feste Größe und nun zurück beim DFB. Der erste Schritt, um im nächsten Jahr wieder zu einem der WM-Helden werden zu können.